Habe ich jetzt auch nicht verstanden, was du vorhattest. Oh, einen hatte ich anscheinend erwischt. Habe ich jetzt auch nicht kapiert, was der vorhatte. Sich erst hinten im Busch verstecken und dann angerannt kommen. Aber wir haben schon wieder... nicht mehr so viel Munition. Auch für die Waffe nicht mehr. Geht auch langsam aus. Also auf gut Deutsch, wir haben die ganze Muni, die uns, wo uns Settman geschenkt hat, komplett verblasen. Komplett verblasen. Gibt's ja auch eine nicht abgesperrte Tür vielleicht? Halloween-Schädel. Okay. Ja, okay. Die Hütte ist doch größer als... Wo ist die Treppe? Dass man da raufkommt. Oder kommt man da gar nicht rauf? Doch, doch, da muss man raufkommen, weil da einer liegt, den man looten könnte. Ah, guck hier. Außerhalb. Einer unserer Volt-Kollegen. Volt 94. Nee, Volt 94, das ist der andere Volt. Das ist gar nicht unserer. Ich häng. Nur der verrostete Schlüssel kann das öffnen. Den wird es irgendwo hier geben, würde ich mal sagen. Irgendwo unten. Unten da, wo man ringsrum reinbrechen kann nur. Oder einbrechen kann. Gibt es den bestimmt. Muss ihn nur finden. Muss irgendwo doch hier sein. Nein. Ja, dann würde ich sagen, hier hoch. Und ich würde sagen, bergen wir die drei Red Rocket Kerne.
Wo ist der andere? Bitte nicht in die Richtung des Risses. Hab ihn. Die muss ich jetzt zurückbringen. Okay, das ist kein Thema. Das ging ja jetzt relativ schnell. In den Wiederverwertungsbehälter. Okay, machen wir. Hört ihr den Notruf von denen an? Okay, habe ich jetzt angelegt. Sag bloß, die ganzen Autos sind schon wieder ganz. Ja. Alter, lass mich in Ruhe. Er geht aufs Dach. Soll mich in Ruhe lassen. Keine Lust auf mein Blut. So ein scheiß Ding schon wieder. Nicht schon wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Draußen explodiert gerade alles. Kann doch nicht sein, dass das Ding jetzt genau hier spawnt. Andere Frage. Wo ist die Kiste? Ah, hier. Lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Ja gut, dann renne ich in Anführungszeichen mal davon. Weil ich überladen bin. Richtung Vault. 94. Ich hab da keinen Bock auf die Viecher ständig. Danke.
Die andere Frage, warum bin ich hier gerade schon wieder so schwer? Ja, okay, so viel schwer bin ich nicht. Warte mal, das Ding macht 90 Schaden. Famkan 129 Schaden. Okay, lass mich mir das mal bitte einfach ablegen hier. Damit ich wieder schneller bin. Die ist doch genau gerade in seinem Gesicht explodiert. Ob das Ding noch sauer auf mich ist? Es ist auf jeden Fall noch sauer. Geh mal in den Void. Kann schon sein, dass wir schon wieder zu nah an dem Eimer Riss waren. Tür öffnen. Für Vault-Missionen gelten spezielle Regeln. Team ab Stufe 50 empfohlen. Ah, okay. Die Vaults gibt es ja eigentlich auch schon länger. Okay, nee, den will ich gerade nicht machen. Das sind die, Dungeons da, in Anführungszeichen, die da einem empfohlen worden sind. Oder dazu kamen da die Raids. Das möchte ich aber gerade nicht. Also vor allem alleine nicht. Da ich eh nicht so stark bin. Haben wir ja festgestellt. Warum sind hier drei Wordy Birds? Die Pflanze schaut einem irgendwie böse aus. Östlicher Ausguck, ja, den da wollte ich jetzt eigentlich auch genau gerade zielgerichtet hin. Ach, das ist das Sumpfgebiet hier schon. Okay. Okay. Gebiet ausspähen. Okay, wir sind im Sumpf. Gebiet ausspähen. Achso, macht er gerade. Verlassener Bunker. Hochmoor. Abyss Bunker. Ellers Ames Bunker. Excelsius Musterhaus. Schlinger Lagune. Ja, okay.
Klingt schon sehr vielversprechend. Southampton Anwesen. Okay, wir sehen hier echt viel. Deckt uns hier echt viel auf. 8 neue Karte. 8 neue Sachen. Hier ist ein Bunker. Hier ist ein Bunker. Da ist eine Jagdhütte. Da ist das Hochmoor. Schlingerlagune. Musterhaus. Bunker. Okay, hier ist echt viel. Hier ist das ganze Sumpfgebiet schon. Hier hinten müssten wir halt auch nochmal rumgucken. Kann ich hier runterspringen? Nein. Also das ist überall gemacht, dass man nicht runterspringen kann. Da ist keine Tür. Da geht's rein. Den einen Bunker holen wir uns gleich. Dieses Scheißviech halt einfach in der Nähe hier höher. Au. Okay, nicht au. Haben wir Powerrüstung. Das war jetzt ob diesmal ein au. Verlassener Bunker, da gehen wir doch mal rein. Das ist so. Was? Wo denn? Ja, okay, ich wollte die Werkstatt ja nicht. Da hat jetzt sich irgendein anderer Spieler geholt. Das, was ein bisschen nervt, ist wirklich, dass du an der Seite... Wir haben übrigens hier eine Möglichkeit, wieder Gegenstände zu verwerten. Deswegen nehme ich auf dem Weg dahin wieder alles mit. Ich muss meine Granaten ewig loswerden. Es wäre eigentlich hier intelligenter, mit der Schrot rumzulaufen. Wer braucht denn gleich zwei Ventilatoren? Ah, knacken wir den Safe. Ist halt jetzt echt nicht viel gewesen eigentlich. Nur die Laborwerkbank da oben. Die uns ein bisschen hilfreich ist, in Anführungszeichen. Hiermit. Aber sonst. Nicht so wirklich. Sonst mehr war da auch nicht in dem Bunker.
gedacht, dafür, dass es einen eigenen Ladescreen hat, kommt's. Oder dafür, dass es einen Ladescreen hat, habe ich gedacht, gibt's ein bisschen mehr. Naja. Ist halt so. So. Dann würde ich sagen, die Hütte, die sind ja auch gleich vor uns. Scheiß Zecke. Shelby's Terminal mal benutzen. Bewegungssensor? Mhm. Ich hasse die Viecher überhaupt nicht oder so. Wo denn? Da, ah, ich hasse die Viecher überhaupt nicht. Schempen Anwesen. Hier nicht die ganze Zeit weiter rumpiepst, das nervt nämlich. Ja, Anwesen würde ich das jetzt nicht beschreiben unbedingt. Missionskiste.
Deck mal schnell noch hier den Sumpf auf. Und gehen vielleicht in den Bunker da oben noch, oder? Schlingerlagune, ja gut. Ja, decken wir mal schnell den Sumpf auf. Nö. 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 Lass mich in Ruhe. Nö. Da mache ich nicht mit. Ist auch noch was anderes. Zu dem Bunker da drüben ist dann auch noch ein Sumpf. Haben wir eigentlich echt viel mittlerweile erkundet? Die letzten Tage waren wir echt fleißig in der Hinsicht. In Sachen auf erkunden, aufdecken und allem drum und dran. Aufseher-Logbuch. Freie Staaten. Aufseher-Logbuch. Bunker der Freien Staaten. Sam Blackwell und Raleigh Clay. Diese Scheißverräter und ihre Sezessionisten haben sich von Amerika abgewandt, um die Freien Staaten zu gründen. Betonbunker. Damit käme man nie durch eine Vortec-Inspektion für Strahlensicherheit. So viel steht fest. Klingt, als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben, um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten. Ich muss einfach nur dieses Terminal hacken. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben und vorhatten. Da. Wo ist denn das? Also wir hatten hier einen, also einen Treffer. Bei E hatten wir auch einen Treffer. Also zweimal bei E. Das könnte doch nur Miet sein eigentlich, würde ich mal sagen. Oder Erik. Ja gut, dann ist das Miet. Danke. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal die Dinger zurück. Also das hier ist fast ein bisschen traurig. Da war ja einfach mal gar nichts.